Ja, moin und herzlich willkommen zurück bei Lies of Preußen. Immer noch in der großen Ausstellung. Letzte Folge sind wir ja vor dem Champion Victor da oben weggerannt. Und um den werden wir uns jetzt aber kümmern. Ha. Au. Leute. Übertreibt man nicht. Und wir haben ja die neue Legionswaffe freigeschaltet. Vielleicht hilft die jetzt sogar. Schauen wir mal. Den müssen wir auf jeden Fall klatschen. So. Oh, da haben ein paar Texturen gefehlt. Bruder, wo bist du? Da bist du. So. Autsch. Oh, oh, oh. Okay. Alter. Oh. Jung. Okay. Okay, das war ziemlich uncool. Alter. Ey, der haut aber, der kloppt ganz schön. Warum ist der so agil? No. Und komm. No. Ja, das war's. Ja. Ich lebe noch. Oh shit. Ja, komm, wenn du mich umhaust, dann bitte hier, damit ich nicht so weit zu meinem Ego hab. Ha, daneben. Okay. Ja. Gut, Legionswaffe. Suboptimal. Tauschen wir erstmal wieder. Auf. Ja, aber ist das jetzt eine Puppe oder ist das ein Dude? Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach mal den Flammenwerfer mit. Probieren das mal aus. Ignorieren wir die beiden Kollegen hier vorne. Rennen da einfach durch. Weil die das eh nicht hinkriegen. So. Und dann versuchen wir das doch nochmal. Ich war jetzt nicht darauf eingerichtet, mich mit Hulk Hogan anzulegen. So, da ist er. Ja. Können wir dich anzünden? Autsch. Alter Vater. Okay, bring das was? Gehst du auch in Flammen auf? Autsch. Na? Treten kann er auch. Zu kurz. Heilt er sich? Alter Vater. Der macht mir echt Kopfschmerzen gerade. Autsch! Nope! Können wir dich mal hier in. Nope! Meine Ausdauer ist nicht geil. So. Nope! Okay. Jetzt machen wir den nochmal. Na. No.
Nein! No! Nein! Ach komm. Kann doch nicht sein. Aber okay. Flammenwerfer bringt auch nicht wirklich was. Also, Elektroschocker. Hurra! Wir lernen. Oh Gott. Dum. Lass mich in Ruhe. Oh, mein Ergo ist jetzt auch irgendwie mitten da drin, ne? Oh, no. Oh, nee. Ganz hinten. Okay, rennen wir erstmal durch und holen uns das Ergo. Autsch. So. Okay, das... Was mache ich denn hier? Autsch. Nein. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und? Na. Oh Gott. Ich könnte doch einfach mal mit Parieren versuchen. Nee, nee, nee. Ja. Dass er die Attacke nicht irgendwie ankündigt, ne? Nein, das war der... Was mache ich? Das war der absolut falsche Knopf. So. Probieren wir nochmal einen anderen Griff aus. Jetzt fange ich wieder an mit Waffen montieren hier. Weil ich zu schlecht bin. So. Griff. Wütender Hieb. Griff eines Brombeerkrummschwerts. Ist da irgendwas, was besser geht mit Elektroschaden? Ah. Griff einer elektrischen Kettensäge. Ha. Stimmt, die habe ich auch aufgesammelt. Ha. Probieren wir die mal aus. Oha, die ist lang. Die ist lang. Ja, versuchen wir unser Glück, ne? Was ist denn? Na! Weil... Warum? Oh Gott. Egal, da ist jetzt Ego flöten gegangen und zwar nicht wenig. Oh, Jesus, ich bin so... Manchmal bin ich echt ein bisschen minder begabt. Das geht gar nicht klar. Und... Nächster Versuch. Gott, habe ich da viel Ergo verraten. Ich habe jetzt keinen Plan, was dieses Aushalten ist. Ha! Daneben! Ja. Ha!
So. Und nochmal drauf. Jetzt werde ich zu mutig. Ah Gott. Aber parieren klappt damit irgendwie besser, finde ich. Okay, der kündigt die Attacke doch an. Nur halt sehr kurzfristig. Hat er mir gerade meine Farbekunst rausgeprügelt? Gott. So. Alter, du gehst mir sowas von auf den Senkel, ne? Nee. Okay, versuchen wir noch mal. Aber diesmal wieder mit dem normalen Griff vom Golben. Nicht Legionswaffe. Waffe montieren. So. Griff. Habe ich hier noch irgendwas? Das ist die Rohrzange. So. Waffen montieren. Nächster Versuch. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Immerhin können sie nicht klettern. Und da vorne ist ein Bossraum. Ole, ole. Zerknitterte Zettel des Täufers. Ergoherzen verbinden Gehirne durch Wellenlängen. Die transparente Vollständigkeit, in der keine Lügen existieren können. Ist das die neue wahre Welt oder ein erzwungenes Gefängnis? Vielleicht werde ich nicht in der Lage sein, frei zu denken. Ich lache in meinem Kopf oder laufe davon. Okay. So. Jetzt nochmal der Victor. Ach Gott. So, wo ist mein Ergo? Komm, hau doch. Zu. So, komm her. Autsch. Das war mein Fehler. Der sich aber auch noch in der Luft drehen kann, ne? Egal. No, no. Okay. Nein! Nein! Okay, das war zu offensichtlich. Nein! No, okay! Ah, liegt uns auf der Shit! Nein! Oh, Gott sei Dank. Der war anstrengend. Der war mal richtig anstrengend. Der hat keinen Spaß gemacht. So, wie sehen wir denn aus? Gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Gott.
Hier liegen mir viel zu viele Leichen rum. Okay, und hier hätte ich gar nicht... Hier mal für oben lang gehen können. Gut, hier liegt auch nichts mehr. Will ich da jetzt schon rein? Eigentlich nicht, ne? Okay, da ist irgendwas schiefgelaufenes. Noch eine Leiche. Ich will da jetzt nicht rein. Ha. Ja, wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt noch einmal kurz zum Deleu. Zum. Wie heißt er denn? Zum Stargazer zurück. Laden dann mal eben unsere Hülle genug. Und in der nächsten. Lass mal zum Aufsammeln. Tatsache. Und in der nächsten Folge. Ein buntes Ego vor mir. Gucken wir uns denn mal an, was hinter dieser Tür liegt. Ich will es nicht wissen. Ja, und natürlich kann ich das jetzt nicht benutzen, weil die mir auf Hacken sind. Nee, nee, nee. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich bin absolut nicht auf dem Posten heute. Gut, aber immerhin sind wir jetzt beim Stargazer. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier heute Schluss. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch. Ja, das ist ein Satz. Hoffe, ich schalte morgen wieder ein, wenn wir in den Bossraum reingehen und massiv auf die Keule kriegen. Bis dahin und tschüss.